Hearthstone, let's play! Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, also jetzt habe ich versucht, mich ein bisschen abzuregen, ein bisschen zu beruhigen. Und habe unter anderem auch im Forum von Blizzard mal geschrieben, im Englischen, damit ich so viele wie möglich erreiche, bezüglich des Glitches aus dem letzten Video. Ich fand auch das Ende und das alles, also ich war einen halben Schritt davon entfernt, das Spiel zu deinstallieren. Ich fand das Ende ein bisschen zu harsch, um das jetzt so stehen zu lassen. So wollte ich euch jetzt nicht rauswerfen, oder wie man sagen will. Außerdem sehe ich mich da auch so ein bisschen in der Verantwortung, vielleicht mal auszuprobieren, ob es jetzt wiederholbar ist, ob der Glitch reproduzierbar ist, oder ob das jetzt eine Ausnahme war, weil gut, ein Spiel buggt auch mal. Im Forum hieß es auch, das könnte auch am Gegner gelegen haben. Hat der Albatros gespielt oder Bombcards? Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Ja. Das fand ich komisch. Ich weiß nicht, was Albatros ist. Ja. Aber der Gegner hat auf jeden Fall nicht Albatros gespielt. Er hat Medivh gespielt und solche Karten. Mit Bombcards ist da Dr. Boom oder irgendwas damit gemeint. Also ich weiß nicht so genau, was mit Albatros und Bombcards gemeint ist. Aber ich bin der Meinung, der Gegner hat ganz normal gespielt und es hat halt einfach gebuggt. Aber ich sehe mich da in der Verantwortung zu kontrollieren, ob es reproduzierbar ist. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was ich jetzt hier für ein Match bekomme. Der Gegner ist schon wieder mal ein Goldkrieger. Keine Ahnung, was da jetzt laufen wird. Ich hatte das Gefühl, im Forum werde ich nicht so richtig ernst genommen und es wird mir die Schuld gegeben. Ich bin ganz froh, dass ich es aufgenommen habe. Ja. Deswegen möchte ich es jetzt mal testen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich bis zu Alexstrasza komme. Und ob ich es dann halt reproduzieren kann. Das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Aber ich möchte es wenigstens versuchen. Ich möchte mir nicht nachsagen lassen, dass ich es nicht versucht hätte. Und dann schauen wir doch einfach mal. Ich meine, wie gesagt, ein Spiel glitcht natürlich auch mal. Das kann natürlich schon passieren. Das sagt ja keiner was. Sowas kann passieren. Aber, naja, okay. Ich möchte es mal ausprobieren. Aber irgendwie passt es halt irgendwie in alles zur Zeit rein, oder? Um jetzt hier mal ein bisschen ruhiger drüber zu sprechen. Es läuft ja Hearthstone-mäßig nicht schön. Vor allen Dingen ist es halt auch schade. Ja? Und dann baue ich mir eine legendäre Karte, dann wird die erstmal kaputt genervt. Oder zumindest genervt. Kaputt genervt vielleicht nicht, aber genervt. Es gibt so viele Legis und ausgerechnet meine wird genervt. Und dann buggt das Ding noch. Ja, der Gegner hat dann noch, was ich was, wieder alles an Zeug rausgespielt. Und es ist schon ein Video, wo ich dann einen Schnitt drin habe, weil ich in den Matches zuvor dann entsprechende Dinge erlebe. Also es ist eine Quälerei zurzeit. Aber irgendwie hatte ich jetzt das Bedürfnis, das so nicht stehen zu lassen. Vielleicht irgendwie ein bisschen besänftigt darin, das Ende dann zu finden. Für das Video oder die Session oder ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ist schade, dass ich jetzt nichts spielen kann, um ehrlich zu sein. Ich könnte ein bisschen Druck machen. Alexstrasza ist zumindest jetzt mal am Start. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es diesmal funktioniert. Ein paar kleine Karten wären schön. Es ist doch das ein oder andere eingebaut im Deck. Da habe ich irgendwie auch kein Glück. Da frage ich mich auch manchmal, ich habe so viele Gegner, bei denen das alles so perfekt abläuft. Also die Kombinationen, meine ich, wo ich mir immer frage, warum kriegen die das hin? Was jetzt? Und spielen zack, 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 zack. Und wo ich mir denke, alles klar. Gibt es eine Mod, von der ich nichts weiß, welche dir die perfekten Startkarten bringt? Oder wisst ihr, was ich meine? Also manchmal. Aber ich möchte das einfach ausprobieren jetzt mit euch. Das ist mir wichtig. Jetzt macht er mir den Geist kaputt. Gut, hilft ja nichts. Was ist das? Was ist das? Eine Bombe oder so? Oder was war das jetzt? Ja, ich kann nur den Brunnen spielen, was anderes habe ich nicht. Was war das jetzt für eine Bombcard oder hat man das jetzt überhaupt gesehen? Beim Ziehen gewirkt, ihr erleidet 5 Schaden. Hä, was? Alles klar. Kein Problem. Kein Thema. Ich habe lauter hohe Karten, das ist nicht, hilfreich. Was ruht ist mir mein Bombband, weil ein bisschen Schaden hat, okay. Aber ich... Ja, nochmal eine Bombe. Das sind ja schon 10 Schaden. Aber das ist auch so eine Sache. Ich kenne die Karten alle nicht, gell? Ich kenne die Karten alle nicht. Ja, ich kann nichts spielen. Es ist frustrierend.
Ich kann die Karten alle, oder kenne die Karten alle nicht, die da gespielt werden. Das alles, dieses neue Add-on, neue DLCs, wo ich mir denke, ist okay. Die, was da keine Kohle ausgeben, die sind dann auch bedient. Ja, steht dir. Die sind dann auch bedient. Jetzt gib mir mal irgendwas, was ich rausspielen kann, Spiel. Sonst schaffe ich es nie bis zum Drachen. Falls möglich. Nee, brauchst du mir nichts geben. Ist okay, passt schon, danke. Irgendwann bin ich ja zum Glück in dem Mana-Bereich, wo ich dann endlich was spielen darf. Das ist unglaublich, oder? Ich habe so viele Karten, aber kommt nichts, was ich brauchen kann. Im kleinen Bereich. Vielleicht muss ich das Deck auch einfach nochmal überdenken. Vielleicht muss man heutzutage auch irgendwie sich der ganzen Geschichte anpassen. Irgendwelche Rush-Decks machen mit lauter Einer und Zweier oder so. Oder so richtig wissen, was ich darüber denken soll. Tue ich nicht. Ich frage mich, ob... Aber ich wollte das jetzt einfach nicht so stehen lassen. Ich wollte wissen, ob ich das mit Alexstrasza reproduzieren kann oder ob das eine Ausnahme war. An meinem Deck liegt's nicht. Ich habe keine Karte mehrfach. Ich habe jede Karte nur einmal im Deck. So. Ich möchte wissen, ob das jetzt wieder buggt oder ob es funktioniert. Ich wüsste nicht, wie man das als Gegner blocken könnte. Und er hat nicht Albatros und er hat nicht Bomb Cards oder was auch immer gespielt. Aber wenn sie es nicht ernst nehmen, ja gut, da kann er auch nichts machen. Also Blizzard. Aber wenn das ein Glitch ist, der immer wieder auftritt, dann wird es ja noch mehr Leuten außer mir auffallen, oder? Also ich bin ja nicht der Einzige, der Hearthstone spielt und Alexstrasza hat. Mein Gegner ist jetzt aber auch damit beschäftigt. Ja, natürlich. Und nochmal eine Bomb Card. Wie soll ich denn das überleben? Das sind schon 15 Schaden. Ich wollte sagen, ich bin ja nicht der Einzige, der dann den Glitch dann haben wird. Wir haben nur mehr Leute dann. Okay, jetzt spiele ich mal die Karte, denke ich. Eure schwächliche Magie amüsiert mich. Diese Bombcards sind jetzt auch neu, aber das sind auch so Sachen. Ich meine, klar, man kann jetzt sagen, gut, das ist jetzt Bestandteil von Hearthstone, aber sowas gab es früher nicht. Wenn diese Karten gezogen werden, kriege ich 15 Schaden insgesamt. Irgendwelche Bombcards. Da fragt man sich, was das mit Krieger am Hut hat. Ich habe solche Sachen nicht. Ich weiß nicht. Was jetzt? Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Das ist einfach nicht cool. So, jetzt habe ich zwei Brunnen. Oder auch nicht in dem Fall. Vor allen Dingen, wie bitte kann man... Achso, wegen den 7, gell? Ja, okay, verstehe. Ja gut, so kann er sein Mana aber auch verbrauchen. Das ist jetzt eine Bombcard, zumindest verstehe ich das so. Bin mal gespannt, ich kann ja Alexstrasza noch nicht spielen. Hoffentlich kriege ich jetzt was zum Rausspielen. Ja, Dr. Bumm, das würde ich nehmen. Kann ich auch, was du kannst mit Bombcards. Nächste Runde spiele ich mal Alexstrasza. Wir können Bombcards, weil er das geschrieben hat. Gut, der ist jetzt auch nicht allwissend. Das war ein privater Spieler. Wir können Bombcards Alexstrasza blocken. Weil die zweimal jetzt auf dem Deck liegen, oder warum? Kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich habe ja nichts. Vorhin hatte ich ja Dr. Bumm nicht draußen. Da geht's zu. Jetzt liegt ja eh nur noch eine Bombkarte. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Alexstrasza gelb leuchtet. Ne, die ist wieder nur grün. Also das ist entweder... Das ist entweder, ich weiß nicht, die ist wieder nur grün. Erhält, erhalte zwei zufällige andere Drachen auf die Hand, wenn euer Deck keine Karte mehrfach enthält. Sie kostet, 1. Sie ist wieder nicht gelb. Alexstrasza ist wieder nicht gelb. Das ist kein Zufall. Das kann man mir erzählen, was man will. Aber die ist wieder nicht gelb. Wenn ich sie jetzt spielen würde, würde ich es nie wieder nicht kriegen. Das ist einfach unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Da fällt mir nichts mehr ein. Alexstrasza ist wieder nicht gelb. Das ist kein Zufall, Freunde. Ich habe keine Karte mehrfach im Deck. Das werde ich dann mit Sicherheit im Dings dann später auch schreiben, im Forum nochmal, dass ich jetzt ein zweites Match gespielt habe und dass es wieder nicht funktioniert hat. Unglaublich. Alexstrasza funktioniert nicht mehr. Die müsste gelb leuchten jetzt. Seht ihr, sie ist einfach nur grün. Der Kampfschrei funktioniert nicht. Absolut unfassbar. Ich könnte es jetzt so schön spielen, aber wenn ich es jetzt spielen würde, weil sie nicht gelb ist, ich würde keine Zusatzdrachen kriegen. Ich kann jetzt Alexstrasza nicht spielen. Das ist unfassbar, ganz ehrlich.
Das ist unglaublich jetzt gerade. Alexstrasza funktioniert nicht mehr. Das ist unglaublich. Aber jetzt habt ihr das wenigstens mal gesehen. Konnte ich das wenigstens mal zeigen. Unabhängig davon, ob ich das Match jetzt gewinne oder verliere, das am Schluss. Aber ich finde es natürlich auch sehr fair, wenn ich jetzt meine Drachenkönigin, wie schon sagen, wenn ich jetzt meine Drachenkarte nicht spielen kann. Das ist auch so mega fair. Unglaublich. Wie kann das jetzt an mir liegen? Oder am Gegner liegt es jetzt nicht mehr. Am Gegner liegt es jetzt nicht mehr. Ich kann einfach Alexstrasza nicht spielen. Sie ist einfach nicht mehr gelb. Ich kann sie einfach nicht mehr spielen. Es ist unfassbar. Es ist unglaublich. Ich kann sie einfach nicht spielen. Ich kann die so als Einzelkarte, oder wie man sagen will, spielen. Einfach so als 8-8er, aber ich krieg diese zwei Drachen nicht mehr. Das ist unglaublich. Ich fasse es nicht. Auch schon wieder irgendeine Karte, die jetzt, keine Ahnung, mein Trogi jetzt zerstört hat. Ich weiß da jetzt langsam auch nicht mehr. Mein Gegner hat schon ein Ding. Mein Gegner hat schon fast 45 Leben. Ich bin wieder kurz davor, das Match auch einfach abzubrechen. Mir macht das einfach keinen Spaß mehr. Ich wollte jetzt auch mehr oder weniger einfach nur testen, ob das mit Alexstrasza wieder passiert. Weil ich hätte die schon längst gespielt und dadurch halt den Vorteil erlangt. Aber ich kann sie nicht spielen, weil sie buggy ist. Sie funktioniert einfach nicht mehr. Ich kann die Karte noch so lange anstarren, sie geht einfach nicht. Wenn euer Deck keine Karte mehr enthält, tut sie nicht. Oder tut es nicht. Es erhält oder enthält keine Karte mehr. Tut's nicht. Es ist nichts mehrfach da. Es ist nichts mehrfach da. Und ich, die verhungert jetzt hier die Karte. Traurig. Traurig. Muss ich mal gucken, was ich spiele. Ich erzähle euch eine Geschichte. Eure Magie wird euch nicht treffen. Ne, es ist unglaublich, oder? Also, korrigiert mich, wenn ich irgendwas falsch mache. Aber mein Deck hat keine Karte mehrfach. Ich habe jede Karte einmal im Deck. Und das ist dasselbe Deck, was ich jetzt immer benutzt habe. Ich spiele ja nicht zum ersten Mal mit Alexstrasza. Das ist dasselbe Deck, was ich immer nutze. Bisher hat es auch funktioniert. Ja, weiß ich nicht. Machen wir so. Egal, kommt es auch nicht mehr drauf. Das ist meine Quest, wir sind fertig. Ja, es ist hart mit Alexstrasza, aber jetzt kann ich wenigstens proven, dass es nicht eine einmalige Sache war. Ich finde das wichtig. Ich finde das wichtig. Ja. Alter, zwei zufällige andere Drachen auf die Hand, wenn euer Deck keine Karte mehrfach enthält. Sie kostet 1. Ja, ich spiele sie jetzt einfach mal, damit ich sie gespielt habe. Ihr werdet sehen, es geht nicht. Ich bringe Leben und Hoffnung. Seht ihr? Keine Drachen auf die Hand bekommen. Ich habe einfach nur einen Drachen hier liegen. Ja. Und ich habe ja nichts mehrfach. Ich kann das nachher auch nochmal zeigen. Ja, ist klar. Der hat schon 50 Leben. Normalerweise hätte ich jetzt noch zwei Drachen mehr. Und ich könnte damit jetzt den zweiten Drachen, den ich vielleicht jetzt auch noch gespielt hätte, noch verstärken. Also wisst ihr, was ich meine? Ich verliere das Matches auch, weil ich gar nicht richtig mitspielen kann. Ich kann ja gar nicht spielen. Also ich kann ja gar nichts machen. Ja. Ihr seid ja nicht willkommen. Ich kann ja gar nichts machen. Das ist das Traurige. Das war's. Ich kann ja gar nichts machen im Augenblick. Die Drachenkarte Alexstrasza war jetzt komplett nutzlos. Und das verändert jetzt die ganze Spielmechanik. Also ich könnte jetzt normalerweise, hätte ich jetzt ihn spielen können, den Drachen, der vielleicht durch Alexstrasza gekommen wäre, jetzt dadurch verdoppeln, verdreifachen. Also versteht ihr? Doch klar, dass ich das jetzt verliere. Ich habe keine Karte mehrfach im Deck. Das ist einfach eine Tatsache. Ich habe keine Karte mehrfach im Deck. Habe ich nicht.
Okay. Ich werde eure Seele spalten. Ihr seid ja nicht willkommen. Ich finde es einfach bitter. Oder? Einfach schade. Aber ich kann proven, dass es einfach ein Bug ist. Das werde ich auch in diesem Forum dann nochmal schreiben, so nach dem Motto, ich habe es jetzt ausprobiert, ein zweites Match gespielt und es ging wieder nicht. Was mischt eine Kopie von jeder eurer Handkarten in euer Deck? Hä, was? Okay. Ja, und die hat er natürlich auch noch am Start. Ich denke mir gerade, hey, vielleicht bin ich es ja doch. Natürlich nicht. Was die nicht alles immer für Karten haben, um dann irgendwas zu, wie man soll man sagen, zu blocken. Meine Güte. Ihr seid ja nicht willkommen. Erbärmlicher Schwindel. Der hat da Leben aufgestackt, dass alles zu spät ist. Ich meine, schaut mal sein Leben und seine Rüstung an. Ist ja nicht normal. Aber hey, improve ist es. Mehr wollte ich doch. Ja, okay. Ich verkneif mir jeglichen Kommentar. Jetzt hat er aber auch rausgehauen, muss man aber auch sagen. Jetzt hat er aber auch rausgehauen. Ihr seid ja nicht willkommen. Vielleicht hat er ja so ein bisschen seinen Pulver verschossen und ich kann jetzt endlich mal ein bisschen angreifen. Wer weiß das schon. Es wäre doch cool, wenn ich das noch gewinnen würde, obwohl ich eigentlich nur das mit Alex Strasa proven wollte. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal. Hoffentlich spielt das sonst nicht großartig was. Hey, wieso hat denn der die Karte jetzt dreimal, Scharmützel? Scharmützel hat man nur zweimal, normalerweise. Hey, wieso hat denn der die jetzt dreimal? Okay. Ist okay. Nee, es passt schon. Alles klar. Kein Thema. Warum hat der jetzt die Karte zweimal? Dreimal. Scharmützel hat man nur zweimal. Ich geb's echt nur noch auf. Das Beste kommt zum Schluss. Ja, man kann ihn zwar nicht verzaubern, aber macht es. Hauptsache Kampfschrei blockt diese Fähigkeit. Ich habe fast keine Karten mehr. Ja, ist ja kein Wunder. Ich habe vorhin ja noch die Karte gespielt mit diesem Ding. Ich werde sehen, ich werde das Ding hier noch verlieren. Das war's. Dreimal Scharmützel und noch 50 Mal irgendwie das Board gecleared und Alex Strasa kaputt. Ja, genau. Ich habe keine Karten mehr. Grüße. Na, jetzt kommen noch die ganzen Emotes. Kein Thema. Überhaupt nicht. Wirklich. Ist klar. Entfesselt! Entfesselt! Ja, ist jetzt selber, oder? Aber ich wollte eigentlich auch nur proven mit Alex Strasa. Ich verliere das Ding jetzt auch noch. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ich das hätte gewinnen sollen. Oder so. Oder so. Entfesselt! Entfesselt! Jetzt hat er bestimmt wieder ein Ass im Ärmel, wie er das jetzt auch wieder blocken kann. Wett nicht alles drauf. Bestimmt hat er da auch wieder ein Ass im Ärmel. Weil normalerweise mache ich genug Schaden, um ihn zu killen, jetzt sag ich mal. Aber wetten das, er hat auch wieder ein Ass im Ärmel. Ich bringe Leben und Hoffnung. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er die Drachen. Warum kriegt er jetzt die Drachen? Warum kriegt er jetzt die Drachen? Teilt meinen Fluch! Warum bekommt er jetzt die Drachen? Und er hat sogar noch verloren gegen mich. Warum hat er jetzt die Drachen bekommen? Warum bekommt er die Drachen? Also so langsam glaube ich irgendwie, dass mein Deck broken ist. Immerhin habe ich ihn jetzt besiegt. Das fand ich jetzt gerade schlecht. Also bitte. Keine Ahnung, erklär's mir jemand. Hilfe! Also, bitte erklär mir jemand, warum ich jetzt Ding.
Warum er jetzt die beiden Drachen bekommen hat und ich nicht. Ich hab doch keine Karte mehrfach im Deck. Ich zeig's auch nicht nochmal. Ich meine, das ist doch kein Thema. Erklär's mir bitte jemand. Ich hab doch nichts mehrfach. Da ist nichts mehrfach. Einfach nochmal zeigen, kurz. Da ist doch nichts mehrfach im Deck. Ich verstehe das irgendwie nicht. Oder ist jetzt Dr. Bumm irgendwie Block Dr. Bumm, weil Dr. Bumm praktisch diese zwei Bomben spielt? Oder ich hab doch nichts doppelt im Deck. Aber wieso hat denn jetzt der Gegner die Drachen bekommen und ich nicht? Ich kapier's nicht. Es ist doch nichts zweimal hier drin. Seht ihr? Ich hab nichts mehrfach im Deck. Hab ich nicht. Ist das jetzt ein Bug oder was? Muss ich jetzt Alex Drasa mal raus und wieder reinnehmen, oder? Also bitte schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr vielleicht wisst, was da los sein könnte. Ich verstehe es nicht. Also ich habe doch nichts mehrfach im Deck. Aber zumindest habe ich jetzt mal gezeigt, dass es wieder passiert ist. Warum mein Gegner Alex Drasa spielt und die zwei Drachen bekommt, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht. Ich bin ein wenig hilflos gerade. Ich kann mir nicht erklären, was da los ist. Aber soweit mal, ich habe das Match jetzt sogar gewonnen. Das war jetzt natürlich noch, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Obwohl das wieder echt ein bisschen merkwürdig war, aber immerhin. Wenn ihr wisst oder wenn ihr mir helfen könnt, was da los ist, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich verstehe es nicht. Vielleicht zählt Dr. Bumm und seine Bomben als Doppelkarten oder sowas. Ich verstehe es nicht. Aber wie gesagt, vielleicht wisst ihr, was da los ist. Und ansonsten würde ich jetzt einfach mal soweit sagen, ja, wir sehen uns im nächsten Video. Mal schauen, ob ich bis dahin dann mehr weiß. Ja. Tschüss.